Um mit dem Scharfschützen von Level 4 auf Level 5 zu kommen, müssen wir 25 Gegner mit Scharfschützen oder Präzisionsschützengewehr töten. 4x3 Gegner mit denselbigen Gewehren töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Und 2 Gegner mit der Panzerbrecher Klassentechnik töten. Ich bin immer noch dort, wo wir die letzte Folge beendet haben, weil hier noch einige Gegner leben. Ich hier gerade die Panzerbrechertechnik. Vielleicht kriege ich ja damit eine Drohne mit einem Schuss weg. Wäre ganz cool. Und für sich. Gibt es ja auch noch ein Heavy. Naja, da. Einer. Bam. Ah, shit. Okay, das war's. So nicht, sag mal. Oh shit. Alter, wie viel hält die aus? Explodier jetzt, du Sau! Geht einfach nicht. Shit, das war der Boden. Was schießt da noch? Irgendwo ist ein Geschützturm da. Das war der Geschützturm. Das war nicht mein Verdienst, aber... Oh je, Verstärkung auch noch. Okay, ich lade noch nach. Sicher, sicher. Vielleicht sollten wir einfach woanders hinfliegen. Das machen wir. Wo können wir denn hinfliegen? Wo haben wir denn was? Ich habe hier mit dem Spielstand noch fast nichts aufgedeckt. Ein bisschen schwierig. Da. Da können wir hin. Ach nee, das ist das Ding. Oder ist das das Ding? Das ist Gefängnis, glaube ich. Da könnten wir tatsächlich hin, vielleicht. Ich komme nach. Laser am Gewehr wäre vielleicht ganz nice. Leg jetzt einfach mal los. Das Gefängnis? Nee, ist es nicht. Das ist, ja, ich weiß, was es ist. Es ist nicht das Gefängnis. Kann ich auf dem Ding landen? Geht das? Wäre lustig. Passiert was, wenn die Dinger aufgehen? Ui. Will aussteigen. Ui. Hoffentlich werden wir nicht zerquetscht. Wieder zugehen, bitte. Ah ja, jetzt. Oh, oh, das war der Heli. Tschüss hier. Da stellen wir uns nämlich mal einfach ganz dreist da oben hin. Und gucken mal. Das Ding können wir wegmachen, die Markierung. Die nervt, ne? Huch, die nervt nämlich. So, da haben wir einen. Ach shit, ich habe halt keine Ahnung. Drop auf die Distanz ist. Alter, ich treffe ja gar nichts. Gar nichts. Hoch, okay, dann ist zwischen denen. Da, getroffen. So, hat aber nicht gezählt, weil er durch die Explosion gestorben ist. Ich brauche nur einen mit der Panzerbrecher. Habe ich nochmal? Ne, habe ich nicht. Schade. Noch so weit weg, dass halt kaum was gerendert wird, ne? Wieder so eine doofe Drohne da. Hat aus wie ein Legoland. Gehen wir halt mal ein bisschen rein. Wenn wir uns da aufs Dach und gut ist. So, moin. Oh ja, danke Fury, das ist eine sehr gute Idee. Ich sind die irgend alle an Orten, wo wir sie nicht sehen können. Einer.
zum Teufel sind die? Zwei. Ich verschwinde! Drei. Aber Panzerbrecher, das zählt aber, glaube ich, als Nachladen. Geil. Juri, kannst du nochmal scannen vielleicht? Im normalen Let's Play hat sie immer gescannt wie ein Weltmeister. Kriegt die Drohne halt nicht mit einem Schuss. Was, was, was? Wo kommt ihr? Na danke, wo kommt ihr denn her? Bin ich irgendwie auch verletzt oder so? Ne, bin ich nicht, gut. Irgendwie ist der Ort nicht so geil, doch. Okay, das war die 1. Oh, shit, jetzt bin ich verletzt. Ach du Scheiße. Ja, genau, alles drauf. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Schießt schon wieder jemand oder etwas? Ach, da unten. Verdammt. Ich bin nicht ganz bei der Sache, habe ich das Gefühl. So, jetzt nochmal zum Scharfschützengewehr wechseln. So, kann ich jetzt auch nachladen. So. Weit ausgeschaltet, meine Kampfdrohne hat keinen Saft mehr. Also. Das läuft so nicht, das läuft so nicht. Ich lasse mich aufklatschen und dann. Hui! Ach stimmt, aber stirbt ja gar nicht mehr, wenn man aufklatscht. Dann halt so. Alter, das bringt nichts, wenn wir entdeckt wurden und die dann angestürmt kommen und die Gegner alle von den Teamkameraden gekillt werden. Und bleibt auch nicht mehr genug für uns übrig. Wir müssen das klüger angehen. Auf jeden Fall. So. Gut, jetzt haben wir zwar den Vorteil nicht mehr für die Genauigkeit, aber das soll mir egal sein. Was brauchen wir noch? Gegner töten, generell. Noch einer. Noch einer. Hinten sehe ich nicht. Da ist noch einer. Verdammt. Hab vergessen, dass die Drohnen explodieren. Die haben wir gleich an der Backe. Wiege machen? Wo läuft er hin? Da lang. ins Bein geschossen im Laufen. So, jetzt nochmal. Huch, hä, warum? Warum ist er jetzt auf einmal mit der Kamera hochgegangen? Eins. Moment, ich muss. Das stört mich extrem. Ich muss mal diese Dinger klein machen. Ich weiß gar nicht, warum die groß sind überhaupt. Diese, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Hier, so. Hinten vielleicht. Wenn die wissen, dass jemand da ist, aber nicht unbedingt wo. Er hat irgendwo jemanden. Da! Komm, steig aus. Oder tu es halt nicht. So, da haben wir den nächsten. Ich habe halt immer nur 5 Schuss im Magazin, deshalb bringt es nichts, dann weiter zu schießen für die 3 Gegner. Herausforderung da. Der nächste. Shit. So, ich habe ihn aber erwischt. Da rennt noch einer. So, das waren die. Kann ich jetzt einfach drauf losschießen und dann haben wir es gleich. Immer noch Gegner finden.
zumindest. Da. Aber noch? Komm, brauchen noch fünf. Fünf Gegner brauchen wir noch. Wo könnten wir denn noch hinfahren? Der Straße hier kommt halt eh, weil wenn wir der Straße hier folgen, kommen wir da oben zu diesem, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist so ein, ach, das hier ist ein kleines Lager im Wohngebiet, ne? Das ist so ein Wohngebiet. Schauen wir uns das Auto da hinten. Steigen aber über den Beifahrersitz ein. Damit Moment nicht zur Pistole wechselt, weil er den Charakter daraus zieht. Nein, was macht er denn? Jetzt wechselt er die Waffe. Ich kann nicht einsteigen. Geht doch. So, einmal rüberrutschen, rauskicken. Ich warte jetzt auch nicht, bis die Kameraden eingestiegen sind. Sie dürfen sich jetzt nach Belieben in die Karre teleportieren. Rein die fünf Gegner. Guck mal. Da vielleicht auch fünf Gegner. Sehen wir gar keine Gegner gerade. Hoppala. Da waren ein paar. Ja, cool. Die Karre vom Gegner ist neben unserer Karre explodiert und ich sterbe dabei. Kameraden leben alle, kommen aber nicht zu mir. Doch, kommen zu mir. Cool. Egal, dann müssen wir aussteigen, kommen hier nicht mehr weg. Jetzt? Natürlich. Das ist auch so ein Ding. Warum sterbe ich von der Explosion, wenn ein Fahrzeug hinter mir stirbt, aber die Kameraden nicht? Vor allem hat die Karre ja kaum was abbekommen. Teilsplitter durch die Frontscheibe oder einfach ungünstig getroffen. Langsamer, Feind in Reichweite. Ja, da kommt ein Auto mit Feinden, genau. Alles klar. So, noch vier. Ich glaube, das war's. Auto können wir eigentlich gerade nehmen. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Gut. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen verletzt gerade beim Runterhüpfen, aber was soll's. Huch. Jetzt hat mich eine Fliege abgelenkt. Verdammt. Oh, guck mal, da unten ist auch was. Gut, dann gehen wir gerade dahin. Die Fliege hat sich gerade auf meine linke Hand gesetzt, so ganz dreist. Hab ich da hingeguckt und bin da runtergedüst. Da schauen wir mal, da haben wir 2, 3, 4. Wir haben genug. 4 Stück bauen wir. Ich mach's mal hier hin. Wann einzelnen. Und tschüss, ja. Noch 3. 2. Und dann zwei spazieren da hinten rum. Schon wieder diese blöde Fliege. Jetzt setzt sich auf meine rechte Hand. Und damit sind wir auf Stufe 5. Nice. Geiler Scheiß.